Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich habe gute Nachrichten. Zum ersten Mal, wenn es um die neue Modemarke geht, habe ich gute Nachrichten, oh what a wonder. Aber wie ihr schon wisst, gut Ding braucht Weile und ich habe endlich die Nachricht bekommen, es handelt sich nur mehr um maximal 3 bis 4 Wochen. Ich habe gestern die Samples zugeschickt bekommen, es schaut mega genial aus, ich freue mich schon extrem. Wie es dann bei euch ankommt, es bleibt natürlich bis zum Schluss alles geheim, aber seid gespannt, denn wer weiß, wie schnell das weg ist. Also es gibt viel weniger Stück, als es das jemals beim Merch gegeben hat. Wir haben da wirklich eine verminderte Stückzahl mit viel höherer Qualität, viel höherem Standard und natürlich auch höherem Preis. Also mal schauen, ich bin mega gespannt. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen. Freunde, es gibt wieder eine Reaction, natürlich in altgewohnter Scheißquali aufgrund dem technischen Dreck, den ich mir da gekauft habe, aber einfach nichts funktioniert. Bravo. Props gehen raus an meine technische Begabung, die nicht vorhanden ist. Aber Freunde, es hält uns nicht auf, denn ich bin ein bisschen spät dran, aber wir schauen uns heute Folgendes an. Lil Lano kauft mir die Original Gucci Tasche. Schon vor 2 Wochen hochgeladen, ich bin ein bisschen spät dran, das weiß ich, aber heute ist es soweit, ihr habt es mir ja oft genug zugeschickt. Heute sehen wir uns an, wie Lil Lano Gurkensohn eine Gucci Tasche kauft. Ich bin schon sehr gespannt. Schauen wir rein. 18 Minuten dauert der Schinken. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von einer fast vergangenen Zeit. Eine Zeit, wo Lil Lano Gurkensohn eine originale Gucci-Tasche kaufen sollte. Jeder fragte sich, wo bleibt die originale Gucci-Tasche für Gurkensohn? Und somit wurde es zur Legende. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen. Lil Lano hat es endlich getan. Er hat sie gekauft. Seid gespannt auf das Video. Es wird Geschichte schreiben. Ihr dürft das nicht verpassen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass er immer alles in 50er-Scheinen hat? Ich weiß übrigens aus zuverlässiger Quelle, vielleicht sogar aus erster Hand, dass die Uhr von Lil Lano keine 50.000, sondern nur 30.000 Euro gekostet hat. Die Gucci-Brille ist übrigens, die ist übrigens mega. Also die habe ich das erste Mal bei UFO gesehen, die feiere ich des Todes. Moin, Servus, Moin, Leute. Auf jeden Fall, Lil Lano hat mich gerade eben angerufen und hat gesagt so, jo Digga, komm mal vorbei zum Gucci Store. Und ich so, wieso Digga? Er hat gesagt so, er kauft mir heute, tut mir leid, wenn ich so ein bisschen stotter. Er hat wirklich zu mir gesagt, er kauft mir heute die Gucci Tasche. Und Leute, ich bin richtig aufgeregt, denn ich bin voll am Zittern. Ich bin unter Adrenalin gefühlt. Denn ich finde, alleine die Kombi, kannst du kurz... Alleine schon die Kombi Gurkensohn und Lil Lano finde ich mega witzig. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das wirklich so spontan ist, wie Gurkensohn das jetzt da darstellt. Nun, einfach nur ein krasser Tag für mich, denn endlich ist es soweit, da kaufe ich die Gucci-Tasche und er hat gesagt, nimm die Kamera mit und so. Und auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns dann gleich vom Gucci-Store. Gleich. Eine Stunde. Mega. Vor allem jetzt hat er endlich eine originale Gucci-Tasche. Seine Fake-Tasche kennen wir schon aus diesem einen Outfit, auf das ich reagiert habe von Gurkensohn, das Fake-Outfit, hier nochmal verlinkt. Und da hat er auch diese Jacke an, glaube ich. Moin, Servus. Moin erstmal. Wie geht's dir, Digga? Alles entspannt. Bei dir? Ja, auch, Digga. Alles gut. Dankeschön, Dankeschön. Was hat der auf? Eine Tali-Cap oder was? Gurkensohn kommt mir die Gucci-Tasche, ne? Ja, komm, er hat schon drin, lass uns direkt runtergehen. Drinnen? Perfekt. Ja. Dann kommt mit. Allein weil die im Gucci-Store filmen dürfen, kann das Ding einfach nicht so spontan gewesen sein, wie er das darstellt. Willkommen in meinem Wohnzimmer, Alter. Servus, moin. Moin, servus, moin. Hi Leute, was geht ab? Wie geht's dir, Digga? Ja, mir geht's echt so weit, so gut. Sonnenbrille im Geschäft, wer kennt's? Und ihr? Habt ihr das jetzt geschlafen? Nee, ich hab ein bisschen durchgemacht, aber alles gut. Ich bin hier reingegangen und, Digga, ich bin komplett weg, ne? Ja, ist heftig hier, ne? Ja, ist schön, ne? Ja, ist auch alles echt. Man merkt halt, ne, wo Geld steckt, ne? Ja, ist heftig. Interessant, ja. Ja, ja. Also, heute, weißt du, warum du hier bist heute? Ja, du hast mich ja vorhin angerufen und hast gesagt, irgendwas mit erzählen. Irgendwas mit erzählen. Dieses Schrottteil hier. Dieses Schrottteil, Digga. Ja, das können wir jetzt mal, machen wir es mal ab. Ja. Das hat eigentlich Gurkensohn, dann immer alles drauf. Ja, man sieht aber schon, dass er mega aufgeregt ist. Allein jetzt, wie er schon die Tasche abgemacht hat, mach mal ab. Ja? Machen wir es mal ab. Ja. Also er freut sich mega auf das Ganze und er ist auch, glaube ich, sehr, sehr dankbar.
Bis dahin, ganz cool. Gurkensohn, hat dann immer alles raus? Ja. Yeah. Ja, nichts Besonderes, ne? So Kleinigkeiten, Digga. Ja, Cash. Oh, nicht wirklich, Digga. Schmeiß einfach weg, Alter. Schmeiß die Tasche einfach, Digga. Werf sie auf den Müll. Werf sie jetzt? Ja, werf sie mal hier auf den Boden. Richtig, schmeiß mal hin. Trampel mal richtig auf den Boden. Digga, was? Ja. So. Heute machen wir daraus eine echte. Ja, okay, ja, perfekt. Und zwar, ich bin ja schon ein bisschen hier, ne? Ich habe das ja auch schon vorbereitet. Wir haben hier drei Modelle. Ja, okay, ein Modell, oder ich glaube das untere da hier, das sieht genauso aus wie die Fake-Tasche, die er hatte. Die sieht genauso aus, nur etwas größer. Da haben wir noch eine kleine. Ah, die schwarze finde ich aber nice. Wo du dir... ja, auf jeden Fall eine aussuchen kannst. Ich habe jetzt natürlich die schwarze. Ist die Hintergrundmelodie so ein Instrumental von einem Track von Lilan? Das kommt mir bekannt vor. Wäre jetzt nicht mein Favorit, weil, weiß nicht, du bist ein Gurkensohn, weißt du, hier ist auf jeden Fall grün drin. Und ich weiß, rot ist nicht so deins, aber das kannst du ja ignorieren. Guck mal, weil hier das Grüne, das ist ja 2 gegen 1, das heißt, Grün hat gewonnen. Verschissen? Ja, krank. Deswegen habe ich mir gedacht, nimm dir mal in die Hand, Alter, du kannst sie mal ausprobieren, mach die mal auf und so. Oh Junge. Ja, die kommt deiner Fake-Tasche wohl am nächsten, oder? Ja. Mach mal so ordentlich was rein. Ne? Die ist auf jeden Fall groß, ne? Ja, die ist groß, ne? So wie eine Gurke halt. Digga, ist das so richtig? Ja, die ist richtig, die kann man natürlich noch einstellen, ne? Ja. Die könnte natürlich ein bisschen tiefer hängen. Die ist geil, ne? Ja, mega happy. Schon interessant, Digga. Also, naja, fühlt sich auch anders an als die. Aber er schaut einfach genauso aus wie vorher. Ja, ne? Also steht die halt auf jeden Fall auch echt mächtig, ne? Da kannst du ganze Gurken mitnehmen. Stell dir mal vor, der kommt mit der... Jetzt hätte ich schon fast Gurkitasche gesagt. Der kommt mit der Gucci-Tasche, aka Gurkitasche, und hat dort beinhart einfach nur Gurken drin. Echt, Digga? Ne? Einiges geht da rein, ne? Warte, ich probiere mal. Soll ich einfach alle anprobieren? Du kannst alle probieren. Das ist so eine Doppeltasche. Doppeltasche ist nice. Also das ist jetzt gerade sehr im Trend, finde ich mega cool. Nee, das war früher immer, ne? Früher war das, wo ich noch nicht so viel Geld hatte, ne? Da war das immer richtig, da war das meine Lieblingstasche gewesen. Die haben viele an. Also ich weiß, hast du das schon mal gesehen? So. Kann sein, ne? Doppelt. Die finde ich eigentlich am geilsten von allen. Mal gesehen? Ehrlich gesagt gerade nicht, ne? Nee. Ja, das ist das Problem, ne? Die muss man einstellen. Ich kann dir das jetzt auch nicht genau einstellen. Ja, alles gut, ey. Aber so ungefähr, ne? Ja, die würde halt ein bisschen tiefer hängen jetzt, ne? Dann normalerweise, hast du halt 2. Die finde ich nice, die sollte er nehmen, finde ich. Ich persönlich auch, ne? Weil es ja geil, also ich, bei so einen Taschen ist es halt schön, weil du musst immer rumkramen, weißt du? Wenn da Schlüssel drin ist, Handy drin ist, Kaugummi. Und du willst ja auch Schlüssel und Handy nicht in derselben Tasche haben, weil das dann ja aneinander reibt oder so, der Display gekappt. Ja, da merkt man, Lilano kennt sich schon aus im Bauchtaschen-Game. Hier könntest du es halt dann auch trennen oder so, weißt du? Wobei ich glaube, hier drin, ne, sind aber auch... Vor allem rechts könnte er Salatgurken und links könnte er Essiggurken reingeben. Von dem her mega praktisch, soll man ja auch nicht mischen. Hier drin ist wahrscheinlich auch noch so eine extra Tasche. Hier kann auf jeden Fall auch was rein. Damit du das ein bisschen trennen kannst. Hier kann auch was mit dem Reißverschluss. Weißt du? Damit du Portemonnaie und so nicht alles in einer Dings hast. So, dann nehme ich die nächste Tasche noch, die letzte Tasche. Also, ich... Ja, jetzt so angezogen, ich finde zwar das Leder nice, auch mit dem, Gestanzten da drin, finde ich cool, aber finde die ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Interessant, dieses Schwarz, aber, ich weiß nicht, ne? Die fühlt sich auch so ein bisschen so eher Leder, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, Leder. Du meinst? Also, interessant schon mal. Dann nehme ich... Also mein Favorit ist, glaube ich, die hier. Okay, weil es einfach die gleiche ist wie seine, nur halt größer. Aber ich bin mir auch noch gerade unsicher. Aber die fühlt sich auf jeden Fall wirklich geil an, wenn man die halt im Hand hat auf jeden Fall was und ist schon bequem. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist auf jeden Fall bequem. Also wenn man sich da reinsetzt, man fühlt sich sofort wohl. Das ist angenehm, das Ambiente ist schön. Man kann zumachen, dann wird es dunkel. Als Gurke geht es einem da halt sehr gut. Also der prüft das schon auf die Bedürfnisse eingestellt an seinen Gurken. Und dann meinte die Lade noch vor, also gerade eben,
die hier ist irgendwie so zum Doppel verstauen. Also ihr habt die jetzt falsch an, aber ist egal. Die ist auch schon interessant, aber ich glaube, mein Favorit wäre die hier. Aber ich muss noch kurz überlegen. Ich brauche noch kurz ein paar Minuten. Gleich ist eine Stunde und ein paar Minuten sind 30. Okay, kenn mich aus. Oh, ich habe mich jetzt entschieden. I'm running a webinar shortly. Aber ich nehme die hier auf. Ja, das war mir klar, er nimmt die. Die schaut genauso aus wie seine, nur in Original und größer, da passen einfach mehr Gurken rein, verstehe ich. Ich hätte aber die zum Trennen genommen. Essiggurken und Salatgurken, geschmacklich hast du dann nie Probleme. Ich hab gedacht, die ist echt die heftigste, ganz ehrlich. Na! Das ist irgendwie, weiß ich, ist ein bisschen umständlich auch zu tragen, weißt du? Ja, genau. Und das ist halt bei mir auch halt zu dunkel, weißt du? Ja, das genau. Genau richtig, bin ich auch der Meinung. Ich finde die auch heftig, ja. Weil... Preislich bin ich jetzt gespannt. Meine Schätzung, boah, mit Bauchtaschen bin ich schlecht, aber ich sag 800, vielleicht auch 1000, 800. Die sieht ähnlich wie meine alte aus, aber halt nur geiler. Ja, und echt. Ja, genau. Ja. Echt, Digga. Ja, dann mal los. Okay, Bruder, du bist jetzt stolzer Besitzer der Gucci-Tasche. Oh, Junge. In Wirklichkeit ist er nur stolzer Besitzer der Gucci-Tüte, weil es die Tasche vorher rausgenommen hat. Und jetzt, das könnte ich mir einfach so gut vorstellen, wie Gurkensohn dann einfach diese Tüte trägt. Sackerl, wie man in Österreich sagt, falls ihr euch jetzt schon geärgert habt. Ja, Sackerl. Kannst du eigentlich kaum fassen. Hey, Digga, darf ich im Arm? Ja, Mann. Also, Dankeschön, Digga, danke. Gerne, gerne. Oh, Junge, ich bin so... Ja. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Einfach nur geil. Wirklich, ja, danke. Einfach nur geil nennt man das. Ja. Da freut sich wirklich mega. Geil, schön zu sehen. Also, du musst leider los. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal recht herzlich. Richtig geil. Mach dir einen schönen Abend oder so. Ja, Abend. Jo, Leute. So, Lilano ist jetzt weg. Der hat irgendwie ein paar Termine oder so gehabt. Auf jeden Fall, hier ist die originale Gucci-Tasche. Wie ich persönlich finde, richtig, richtig geil. Wieso schreit er so? Ich meine, ich schreie auch immer, aber okay. In der Innenstadt bin, frage ich einfach noch ein paar Passanten von einer Skala von 1 bis 10, wie... Na! Geil finde ich die Gucci-Tasche und ob sie die mögen. Ja! Moin, Jungs! Moin! Ich habe eine ganz kurze Frage an euch, ich habe ganz kurze Zeit. Ja. Perfekt. Und zwar habe ich hier die Gucci-Tasche von Lilano bekommen, ne? Ja. Ja, wir wissen Bescheid. Skala von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdet ihr die Gucci-Tasche bewerten? 11. 11, Digga? Aus, ja. Dankeschön, perfekt. Was sagst du, Digga? 8, Digga? Ehre, Mann, Digga. Auch gut, Digga. Was sagst du, Digga? 9,5. Digga. Ist auch eine gerade Zahl, perfekt. Na, 9,5 ist auch eine gerade Zahl, perfekt. Was sagst du, Digga? 9,5, Digga, ist auch eine gerade Zahl. Danke euch, Jungs. Dann schönen Abend euch noch, ne? Dankeschön. Ciao. Alles gut bei euch. Perfekt, Dankeschön. Check. Ja, nochmal. Eine Frage, Digga. Ich hab die Gucci-Tasche vom Kollegen bekommen, Lilano, kennt ihr, ne? Von einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdet ihr mir geben? Fang du an, Digga. 8 Punkte, Digga. Perfekt. Was sagst du, Digga? 9 Punkte. Auch stabil. Was sagst du, Digga? 7 Punkte. 7, Digga. Einfach geile Zeit. Perfekt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jo, Leute. Er ist so witzig. Er ist wirklich so ein Chaot. Er ist so witzig. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen. Da habe ich auch den YouTuber Dennis gefunden, Digga. Geht's dir? Digga, Bruder, geht's dir? Auch, Digga. Alles okay, Digga. Alles im Rahmen. Guck mal. Klärt mich mal auf in den Kommentaren, wer Dennis ist. Also, die ist auch nicht fake. Nee. Nein, der hat eine neue Dennis. Wusstest du das noch nicht? Die ist geil, oder? Die hab ich von Lilano bekommen. Von einer Skala von 1 bis 10, was sagst du? Wie viele Punkte würdest du mir geben? Bruder, ich sag direkt 10, weil ich die auch hab. Perfekt, Digga. Eine ist aber geil auch, wenn die neue. Perfekt, dankeschön, Digga. Sehr gut. Dann schönen Abend noch und gleich was. Ciao, Digga. Jo. Moin, Servus. Servus. Alles gut bei dir? Ja, bei dir, Digga. Auch, dankeschön. Ich hab eine kurze Frage. Wer kennt's? Wer trägt seinen Kopfhörer auch immer so? Oh, geil, Bruder, was hörst du? Hintergrundgeräusch. Ja, klar. Perfekt. Ich hab hier die originale Gucci-Tasche, ne? Vom guten Kollegen. Ja. Ich wollte dich fragen, von einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du dir geben? Die Tasche.
Von einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du dir geben? Ja, wie viel passen rein? Ja, genau, die ist original. Ja, die ist stabil, was, ja. Aber auf jeden Fall 8, würde ich sagen. 8 Punkte? Ja, wenn die original ist, 10. Aber keiner glaubt ihm, dass die original ist. Ja, ja, genau, Digga. Perfekt. Stabil, Digga. Perfekt. Gefällt dir auch? Ja, normal. Die sieht echt stabil aus. Ja, perfekt, geil. Ja. Dankeschön, ne? Ja. Ja, schade, dass die den Preis nicht zahlen. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Aber schauen wir einfach mal nach. Umhängetasche. Ah, da ist sie eh, oder? 850, naja, war ich gar nicht mal so falsch. So, hau rein, ne? Ja, normal. Ciao, ne? Ciao, ne? Ich war jetzt ein bisschen in der Stadt, hab die Leute gefragt. Und auf jeden Fall wegen der Gucci-Tasche. Die meisten haben gesagt, die finden die geil, korrekt. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich frage mich da auch, er hält die Kamera ja gerade nicht selbst. Aber welcher Kameramann hält dir so die Kamera in die Fresse? Damit es möglichst doof ausschaut, ist das das Konzept? Ich weiß es nicht. Und, ja. Ja, na, es geht anscheinend nur darum. Er überlegt und die blenden 2 Stunden später ein. Es geht, glaube ich, wirklich nur darum. Moin, da bin ich wieder. Ich bin hier in meiner Heimat angekommen. Ich wohne hier ein bisschen ländlich. Auf jeden Fall richtig geil hier. Ich war ja vorhin mit Delano in Hamburg im Gucci-Store. Und da hat er mir endlich die Tasche gekauft, die Gucci-Tasche. Die ist einfach nur richtig geil. Ich bin wirklich richtig happy. Auf jeden Fall, Leute, sprengt den Like-Button. Das Gurkensohn-Tattoo ist ja auch so gestört. Einfach über den ganzen Unterarm Gurkensohn drüber. Denn die 100.000 muss voll sein. Dann hat Milano gesagt, er kommt mit mir wieder zum Gucci-Store und kauft mir dann noch irgendwas. Wow! So. Das Wichtigste an der Gucci-Tasche. Ja, da sind wir aber sofort dabei. Das Volumen auszurechnen. Ja, perfekt, 138. Bald 140, also der kriegt auf alle Fälle noch was. Wir sind der Gönner. Reinpassen. Deswegen habe ich mir hier ein paar Gurken gekauft. Und dann probiere ich hier. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Schauen wir mal, wie viele Gurken da reinpassen. Aber allein von der Länge geht sich das schon mal nicht aus. Also die muss man zumindest brechen in der Hälfte. Dann geht's. So viel wie es geht, hier reinzustecken. So, machen wir den Anfang. 1. Okay. 2, 3 und die 4. Gurke. Also da hat er gut geschätzt. Da hat er gut geschätzt. Da merkt man wieder, dass Gurkensohn ein Auge für Gurken hat. Wir passen jetzt dann 4 Gurken rein. Erfüllt seinen Zweck und ist einfach nur richtig geil. Die Gucci-Tasche ist original von Lilano. Gucci-Tasche, original. Lilano, die Gucci-Tasche, original. Ja, keine Ahnung, das finde ich jetzt nicht mehr so witzig. Ich finde Gurkensohn witziger, wenn er nicht versucht, witzig zu sein. Aber das... Lilano, original. Das Egg... Okay, das gebe ich mir jetzt nicht mehr, liebe Freunde. Wir bewerten nur den Teil, den wir bis jetzt angesehen haben. Für mich ein Video. Ja, es hat mich unterhalten. Ja, I don't know. Es war schön anzusehen. Ich freue mich, dass Gurkensohn jetzt endlich eine originale Gucci-Tasche hat. Es hat mich auch sehr gefreut zu sehen, wie es ihn gefreut hat. Also Props gehen raus an Delano, dass er ihm seinen Traum erfüllt hat. Ich meine, bei 140.000 Likes und einem Gewinnspiel drumherum hat sich diese Promo-Aktion auf alle Fälle ausgezahlt. Schön, wenn auch noch Gurkensohn davon profitieren konnte. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das Ganze spannend gefunden habt, wenn ihr meine Reaktion witzig gefunden habt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, seid gespannt auf mein eine neue Kollektion, M&M, in den nächsten paar Wochen ist es soweit, ich weiß es, ich kann es schon vor mir sehen. Seid gespannt, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, liebe Freunde, und sage nochmal Danke, das war's von mir, euer Maximilian.